Jo Leute, was geht ab? Mein Name ist Lukas Knopf und mit mir lernt ihr alles über Airtime. Und heute geht's um den Absprung, wie man richtig aus einem Table oder aus einem Double abspringt. Dabei zeige ich euch Do's and Don'ts, also was ihr machen sollt und was ihr lieber bleiben lasst. Ich fahre mit geradem Blick auf den Absprung hinzu. Man hat so eine leicht gebeugte Haltung in den Armen und auch in den Beinen, ganz leicht in der Beugung. Wenn man aus dem Flat in den Absprung fährt, geht man noch mehr in die Beugung und hat sozusagen einen dynamischen Übergang, wenn man wieder aus dem Absprung sich raustreiben lässt. Wenn das Vorderrad den Absprung verlässt, geht man aus dieser Beugung impulsiv wieder raus und hat dann eine Streckung, mit der man sehr gut die Airtime kontrollieren kann und einfach eine gute Haltung in der Luft hat. Also nochmal in Kurzform, ihr fahrt so auf den Absprung zu, geht dann im Absprung in diese Beugung und geht dann impulsiv, wenn das Vorderrad den Absprung verlässt, wieder so zurück. Ich habe für euch jetzt noch drei Top-Tipps, um den Absprung perfekt zu meistern. Tipp Nummer 1, der Absprung muss mindestens eine Fahrradlänge lang sein, weil sonst wird der Absprung viel zu kicky und euch drückt falsch raus, entweder Nosedive oder Taildive. Top-Tipp Nummer 2, seid fully committed, also habt Selbstvertrauen in euch, seid euch eurer Sache sicher und seid euch auch über den Bewegungsablauf sicher. Fahrt mit Selbstvertrauen in den Absprung und dann klappt das Ganze auch. Tipp Nummer 3 von mir, fangt nicht an, vor dem Absprung nochmal wild in die Pedale zu treten, weil das kann die ganze Bewegung enorm verfälschen. Konzentriert euch lieber darauf, konzentriert auf den Absprung hinzuzufahren und keine wilden Bewegungen, keine wilden Pedalentritte oder Schlenker mitzugeben, sondern konzentriert euch auf den Absprung und dann habt ihr den.